Premier Lok, werte Zockergemeinde, und willkommen zum dritten Video zu The Division 2, dieses Mal mit der Dark Zone. Ich habe hier den Dark Zone Officer gerade gesucht, habe ihn gefunden, beziehungsweise sie. Achso. Dafür muss ich erstmal die Aufklärung abschließen. Ja, okay. East hieß es, das wäre die Seite hier, glaube ich. Dark Zone East, welches ist der nächste Port Point? Das wäre der hier. Markieren wir mal, porten uns hier hin. Und gucken uns das mal an. Wie gesagt, ich war noch nie in der Dark Zone. Ich habe keinen Schimmer, was es da erwartet. Funktionsweisenmäßig, gegnermäßig, sowohl PvE als auch PvP-Gegner. Kein Schimmer. Und ja, diese Safe Houses und auch die Siedlungen, die sind Community Hubs, da sind auch andere Spieler anzutreffen. Sobald man die verlässt, ist man in der eigenen Lobby, wo man dann eigentlich nur noch Gruppenmitglieder sehen kann. Das ist eine Info, die ich bisher noch nicht erwähnt habe. Gut. Dann sprinten wir mal durch, töten den Hund. Ah, immer die falsche Taste. Das ist ein altbackenes Problem bei mir, weil in den meisten anderen Spielen eine Aktionstaste E ist. Hier hingegen ist es F. Ihr habt mich nicht gesehen? Nein. Verdammt, sie haben mich doch gesehen. Konnte man nicht irgendwie... Irgendwo gab es doch auch die Möglichkeit, Ausweichrollen und sowas zu machen. Ich hatte das zumindest im Kopf. Ach, verdammte Axt. Oh, ich helfe ich mal. Ja, es gibt sogar welche, die haben Gulddeckel als Schild. Friendly Fire gibt es zum Glück nicht. Nee, Putz. Alter, was? Don't shoot me, asshole. Ich renne hier doch nur durch. Okay. Irgendwie bin ich falsch. Oder doch richtig? Müsst ihr Gegner dastehen? Einzige Möglichkeit, wie ich Granaten effizient nutzen kann. Aus dem Hinterhalt. Ja, die Hyänas gibt's noch. Völlig verrückte Idioten. Die sind aber lustig. Eben weil sie verrückt sind. American Bar and Grill. Ja, dann gib mir mal ein bisschen Grillfleisch hier. Ich hätte gern ein Roastbeef oder so. Immer wieder lustig, man kann denen quasi vor die Füße laufen, bis sie mal reagieren. Das war die Drogennebelwolke, die mich selbst auch erwischt hat, scheinbar. Ich hasse Helme. Ja, dann gucken wir mal, da vorne ist es. Kartendaten hochladen. Oh, come on. Putz! Das war eine geile Granate.
Schade, einer hat tatsächlich noch überlebt. Wenn ich alle erwischt hätte, wäre das noch geiler gewesen. Aber hey, 3 ist auch schon eine gute Zahl. Die Dark Zone ist betreten. Okay, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Willkommen in der Gefahr. Menschen in Gefahr. Menschen in Gefahr. Ih, hier sind Geier. Kontaminierte Ausrüstung erkannt. Bei der Evakuierung wurden auch große Mengen modernster Waffen zurückgelassen. Das Militär wollte sichergehen, dass sein Nachschub geschützt ist. Und jeder, der es wagt, die Dark Zone zu betreten, kann sich jetzt in den Besitz dieser Waffensysteme bringen. Okay. Na dann. Ladebildschirm! Nicht freundlich, Junge. Ah, jetzt. In der Dark Zone können Agents auf stark kontaminierte Objekte stoßen. Diese Objekte tragen eine besondere Markierung und werden in einem speziellen gelben Beutel abgelegt, der auch für andere Agents sichtbar ist. Diese Objekte müssen geborgen werden, damit sie sie ausrüsten können, wenn sie in der Dark... Cool! Auf Text abgeschnitten. Bergungen können durch das Abschießen einer Leuchtrakete an ausgewiesenen Stellen in der Dark Zone veranlasst werden. Die Bergung von Beute lockt auch Gegner in der Nähe befindlichen Fraktionen an. Hüten Sie sich vor abtrünnigen Agents, die das Seil durchschneiden und ihre Objekte stehlen könnten. Wenn sie abtrünnig werden, werden sie für alle Spieler in der Dark Zone zum Ziel. Sie können abtrünnig werden, indem sie das Seil bei der Bergung durchschneiden und die Beute anderer Spieler an sich reißen. Beutebehälter ohne Schlüssel öffnen oder Terminals hacken, wenn sie im Status abtrünnig. Wieder abgeschnittener Text. Überfallene Dark Zone wird jetzt betreten. Hallo. Der Helikopter fliegt zurück. Ah, hier. Drücken und halten Sie T, um abtrünnig zu werden. Jetzt wissen wir schon, wie man abtrünnig wird. Ich habe da unten schon eine Killmeldung angezeigt gekriegt. Also hier scheinen die Leute schon böse zu sein. Ja, und jetzt ist die Frage, was muss man tun, ne? Muss ich die Taschen finden oder muss ich NPCs töten, um an Taschen zu kommen? Gibt es überhaupt NPCs? Ich sehe keine. Gehen wir mal nach links. Da wird auf jeden Fall mal geschossen. Ist das ein Abtrünniger? Ja, das ist ein Abtrünniger. Gut zu wissen. Okay, also egal was, sobald es rot da markiert ist, einfach drauf schießen. Good to know. Ja, solche Infos muss man sich alles erstmal reinholen, oder? Ich weiß allerdings bis jetzt noch nicht, ob man hier irgendwie gegen NPCs kämpfen muss, um an die Tasche zu kommen, weil ich noch keine NPCs gesehen habe. Nur 2 Spieler. Davon ein freundlicher und ein böser. Ey, mal diese Affenräter hier.
Was der sich wohl gedacht hat? Hm, der zielt auf mich. Warum schießen der nicht? Ja, wobei, das sieht nach einem Lebensbalken von einem NPC aus. Ja, das sind NPCs. Aua! Ach so, so ein scheiß Robo. Na, ich mag keine Robos. Na, hallo? Ja, man kann sogar durch die Autos schießen. Ah, Sack! Meine Fresse! Aua! Schön, mal einer tot. Du hast nicht auf das große Sniper wechseln, du Sack. Okay. Komm, heb dein Köpfchen. Heb dein Köpfchen. Köpfchen hoch! So funktioniert es also. Man muss NPCs töten und dann kriegt man kontaminierte Ausrüstung. I! Aua, aua, aua! Meine Fresse, ey. Das ist ja voll der Krieg hier. Ah. Da ist ein Sniper. Hast du dir so gedacht, mein Freund? Was? Noch mehr? Ihr verarscht mich doch wohl! Oh, ein Named. Okay, das heißt, es dürfte die letzte Welle sein.
Aber es ist keine Muni. Ach du Scheiße. Okay. Wahrzeichen wurden gesichert. Und nu? Die sind beide weiß, ist gut. Also, ja, du weg. So, jetzt suchen wir mal den Weg zum Seil, ne? Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Wo? Wo ist das Handy? Irgendwo ist ein Handy. Ach, egal. Ich will zum Abflugort. Bergung wurde angefordert. Aha. Der andere hat die Bergung auch schon angefordert. So ist das. Gut. Euer Schweinchen! Ankunft in 30 Sekunden. Also 30 Sekunden muss ich hier irgendwie überleben. Ach du Scheiße! Der Bergungshelikopter ist fast da. Kommt. Ah, da, 10. Ist ich ein Timer auch gut. Ja, dann flieg mal ab. Los! Ich will hier einen Erfolg zu verzeichnen haben, nachdem ich schon als erstes direkt mal von meinem Spieler gekillt wurde. Immerhin ist der andere nett. Der hat nur sein eigenes Paket hingesetzt und fertig. Ich könnte jetzt theoretisch da ran und dem sein Paket einfach abnehmen. Ah, die sind weg. Ladung fertig. Bereit zum Abflug. Heli kehrt zur Basis zurück. Cool, cool, cool. Okay. Also an sich eigentlich. Na, bis auf die Aktion ganz am Anfang. Ist das gar nicht mal so unspannend, muss ich zugeben. Und vor allem die Gegner, die haben einiges auf dem Kasten, muss ich zugeben. Das ist mal ein bisschen eine Herausforderung. Ansonsten stirbt man hauptsächlich in dem Spiel, weil man einfach unvorsichtig spielt. Weil, ja, keine Ahnung, nicht unbedingt fordernd an den meisten Punkten. Ich sage jetzt nicht, dass es überall so ist, ne? Also es gibt durchaus auch Stellen, vor allem in den storybasierten Teilen, wo es durchaus eine Herausforderung ist. Vor allem, weil es einfach viel zu viele Gegner sind.
Aber die Gegner im Einzelnen sind meistens keine große Herausforderung. Und deswegen stirbt man dann meistens, wenn man einfach unvorsichtig ist oder blöderweise halt mal Gegner plötzlich im Rücken auftauchen und man die nicht beachtet. Aber die hier, die sind echt knackig, muss ich zugeben. Das ist eine schöne Herausforderung, die man hier kriegt. Unabhängig der Spieler. Aber wie wir hier sehen, ich habe eine deutlich kleinere Panzerung, als ich es draußen habe. Das heißt, hier wird die Ausrüstung tatsächlich ein bisschen angepasst. Also, das heißt, man dürfte hier auch tatsächlich auch mit, ich sage es mal, kleinerem Gear in der Lage sein, andere Spieler töten zu können. Auch wenn die hier voll das Mega-Gear haben. Dürfte es ja nicht unbedingt unfair sein. Oder nicht zu unfair. Natürlich haben sie immer noch einen Vorteil durch die Waffen an und für sich. Aber ja. Gut, dann gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Kann man das überhaupt hier drin? Scheint irgendwie nicht so. Das hier hingeschickt? Nee? Wo ist denn das? Ah! Im Postfach. Ah, hier. Im Postfach wird es gelagert. Cool. Also, wir haben gekriegt eine Tommy Gun. Mit sieben. Okay, Leute. Das. Wir werden jetzt ins Inventar gehen und da mal gucken. Verglichen mit dem, was ich sonst so gekriegt habe bisher. Okay, also. Ja, obwohl 5,12 trage ich 5,5. Okay, gut. Es gibt halt einfach sehr viel sicherer eine gelbe, hochrangige, hochwertige Ausrüstung als draußen beim Random Loot, aber an und für sich besser ist es nicht unbedingt. Aber es ist eine sichere Variante, um gelben Loot zu farmen. Das auf jeden Fall. Gut. Hätten wir das auch gesehen. Und ich muss sagen, eigentlich macht es mir sogar Spaß, wenn man jetzt nicht zu viele Vollidioten hat, die hier einfach andere Spiele abfacken wollen, so wie die am Anfang, dann dürfte es durchaus spaßig sein. Ich meine, vor allem, ich hatte ja keine Gruppe, aber wir waren da trotzdem am Ende bei der Ballerei drei Leute. Und das ist wiederum etwas, was ich richtig geil finde, dass man halt einfach wirklich während der Ballerei plötzlich Unterstützung kriegen kann. Und der Loot wurde nicht geteilt. Also es war jetzt nicht so, dass ein anderer mir das klauen konnte. Der Loot fällt für jeden separat. Oder wahrscheinlich für Gruppen, nehme ich mal an. Also wenn man in eine Premade-Gruppe reingeht, dann zählt er gruppenmäßig. Aber wenn man alleine reingeht, dann fällt der Loot für jeden einzelnen Random, der da mitschießt. Und den Gegner mitgetötet hat. Das finde ich sehr cool. So kann man wirklich einfach alleine reingehen, kriegt automatisch, sofern Spieler vorhanden sind, Unterstützung da drin und muss den Loot nicht mal teilen. Vorausgesetzt natürlich, man hat dabei nicht irgendwelche Idioten, die dann denken, ja oh cool, ich klau mir den Loot jetzt einfach mal und werd abtrünnig. Das ist dann natürlich die Gefahr, die dauerhaft vorhanden ist, dass das passieren kann. Aber wenn man sowas nicht hat, dann ist es echt cool gemacht. Und ich denke mal, wenn ich hier mal wieder ein, 2 Wochen oder so aktiver spiele, dann würde ich mal die Story fertig durchrotzen und dann wahrscheinlich sogar tatsächlich öfter mal in der Dark Zone rumrennen. Zumindest so lange, bis die Idioten auftauchen in vermehrter Stückzahl und dann den Spielspaß killen. Na. Was es noch so für eine kurze Info natürlich dazu gibt, wir haben hier Skins.
die über der Rüstung angezeigt wird. Abzüglich natürlich der Weste. Aber ansonsten, die ist rüstungsunabhängig, die Kleidung. Kann man auch kaufen hier, Klamotten. Also es gibt auch einen Cash Shop, glaube ich. Premium Credits Preis. Ja, der müsste theoretisch Echtgeldwährung sein. Aber das ist alles kosmetischer Natur. Ich wüsste es, hätte gerade nicht im Kopf. Die Lootboxen sind auch nur kosmetisch. Also ich hätte es gerade nicht im Kopf, dass man irgendwas Wertemäßiges mit Echtgeld kaufen könnte. Also es gibt einen Cash-Shop im Prinzip, aber alles nur kosmetisch. Also easy peasy. Kein Problem. Tänze und Emotes. Ja. Ein paar Anhänger, davon kann man sich auch welche farmen. Die habe ich jetzt alle gekriegt. Den hier kriegt man im Laufe der Story automatisch. Den hier muss man sich erfarmen, beziehungsweise den muss man an einem bestimmten Ort finden. Den hatte Rela noch im Kopf, deswegen habe ich das Ding. Und bei dem hier weiß ich gar nicht mehr. Belohnung für das Ausschalten der Black Tusk Söldnerin Vivian in. Okay, das ist auch für Story. Kriegst du in der Story. Ist aber so ein kleines Gehänge im Rucksack. Ein kleines Statussymbol im Prinzip. Hier, den Erfolg habe ich schon. Gut. Ja, LXT, das ist doch der uns vorhin gekillt hat. Hat wieder SAD statt. Was? Das, kann man das dauerhaft hin und her switchen? Das ist ein anderer Spieler. Kurz. Abtrünnig töten. Dadadada. So, jetzt werde ich wieder normal. Ich habe nichts gemacht. Echt jetzt? Läuft das so? War so schnell, wie der das switcht. Also, mir kommt es wirklich so vor. Der wird kurz abtrünnig, tötet einen oder klaut ein Päckchen und sobald er den Gegner eliminiert hat, wird er wieder brav. Also wenn das wirklich so läuft, dann muss ich sagen, das System muss definitiv überarbeitet werden. Denn wenn man mal abtrünnig ist, na, man kann sich wieder reinwaschen, aber das, da müsste man etwas dafür tun oder zumindest quasi einen Cooldown abwarten. Naja, gut. Damit verabschiede ich mich von diesem Video und von dieser Videoreihe. Wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Bis denne. Und möge die dunkle Zone euch nicht zu sehr auf den Zeiger gehen. Peace and happiness. Oder so.